Jo. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer auf den Tribünen und zu Hause. Von 1992 bis 2017 hat der Sportausschuss des Deutschen Bundestages aufgrund eines ganz bestimmten Gesetzes existiert. Es war das Gesetz der Trägheit, denn Politik für den Sport wurde leider unterlassen. Der Anteil für den Spitzensport im Bundeshaushalt sank auf unter 0,05% der Gesamtausgaben. Wir reden hier von 50 Cent bei 1.000 Euro. Die nominale Summe betrug 2017 165 Millionen Euro. Zum Vergleich, der Kulturetat des Bundes liegt bei 1,6 Milliarden Euro. Kultur ist wie Sport keine originäre Bundesaufgabe. Die Etats könnten also ruhig vergleichbar groß sein. Es wird sogar umgekehrt ein Schuh draus. Es treiben deutlich mehr Menschen Sport, als dass sie regelmäßig ins Theater gehen. Der Sport bietet gesellschaftliche Chancen auf Champions-League-Niveau. Herr Seehofer, die Bundesförderung spielt dagegen leider nur in der Kreisklasse. Seit 2017 mit dem Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag weht Gott sei Dank ein anderer Wind. Ja. Ja. Das Budget für den Spitzensport wird im nächsten Jahr auf 290 Millionen Euro anwachsen. Das ist eine Steigerung von 75% in nur 4 Jahren. Auch andere Forderungen wie die Erhöhung des Einkommens für Spitzensportler von 600 auf 1.200 Euro monatlich und die Abschaffung der willkürlichen Höchstgrenze für Förderung von Sportgroßveranstaltungen wurden umgesetzt. Das ist zwar alles sehr erfreulich, aber nur ein erster Schritt. Wir fordern daher kurzfristig den Etat für die Spitzensportförderung auf 340 Millionen Euro zu erhöhen. Entsprechende Haushaltsanträge werden wir vorlegen. Langfristig sollte der Sportetat aber auf 1 Milliarde Euro jährlich angehoben werden. Wir sind und waren eine großartige Sportnation, und wir müssen uns diese Milliarde für den Sport einfach ganz selbstverständlich leisten. Corona hat auch den Sport schwer getroffen. Die wochenlange Schließung der Sportanlagen, insbesondere für die Einzelsportler, war ein schwerer Fehler. Für die Unterstützung der vielen tausend Sportvereine und der Verbände haben wir bereits am 6. April einen 11-Punkte-Antrag vorgelegt, der abgelehnt und später doch größtenteils umgesetzt wurde. Jo. Im Corona-Nachtragshaushalt für 2020 sind 200 Millionen Euro für Zuschauereinnahmenausfälle vorgesehen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Wir vermissen aber die Mittel für 2021, denn dann werden die Corona-Beschränkungen eben halt noch nicht aufgehoben sein. Und zusätzlich sollte dieses Geld auch für andere, vor allem internationale Sportveranstaltungen, zur Verfügung stehen, mit Zuschauern eben halt und Abstand. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr noch 3 Rodel-Weltcups in Deutschland. Abschließend wünsche ich unseren Nationalmannschaften, dass Tokio 2021 wirklich stattfindet. Wir wünschen Gesundheit, Erfolg und angemessene Erfolgsprämien. Ein Olympiasieg sollte wie in anderen Ländern mit 100.000 Euro vergütet werden. Den Antrag dazu hat die AfD-Fraktion vorgelegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin.